Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Hex staken kannst und was ich für eine Strategie selber bei mir auch anwende. Ich habe extra, wie ihr sehen könnt, 253.000 Hex hier available in dieser Wallet und zeige dir, wie ich diese jetzt hier in einer Staking Ladder so platziere und wie du es genau nachmachen kannst. Also viel Spaß bei diesem Video. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, wenn es dir gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich einen Kommentar zu schreiben, ob du bereits Hex gestaked hast oder vielleicht wegen diesem Video jetzt damit anfängst. Also viel Spaß dabei und bis gleich. Erst einmal grundsätzlich gesagt, Hex zu staken ist eine Sache, die man extremst langfristig machen kann. Dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Meinungen und viele verschiedene Experten. Es gibt auch wirkliche Experten. Letztendlich können wir alle nicht in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht, wie sich der Preis von Hex entwickeln wird. Wir können nur mit den Sachen arbeiten, die uns hier in dieser Plattform mitgegeben werden. Und da werde ich heute noch mal ein bisschen drauf eingehen. Falls du selber noch mehr Fragen oder noch mehr Verständnis dazu suchst, schau dir einfach das Video davor von mir an. Das findest du bestimmt hier oben rechts oder sicherlich auf meinem Kanal, weil ich habe bereits ein Video über Hex gemacht, wo ich erkläre, was Hex ist. Und das ist jetzt hier einfach das darauf folgende Video, wo ich dir zeige, wie ich dieses Hex, was du dir vielleicht dann ja auch gekauft hast, stake oder beziehungsweise einfriere und so für mich arbeiten lasse. Wir sind hier auf einem Account von mir, das ist mein YouTube-Account und hier sind bereits ein paar Stakes gesetzt. Das habe ich einfach auch mal als Beispiel genommen, sodass ihr einfach gucken könnt, wie ich das Ganze mache und werdet genau diese gleiche Taktik jetzt nochmal anwenden, damit ihr versteht, beziehungsweise um es einfach leicht für euch zu halten. Denn meiner Meinung nach sind diese Stakes eine Geschichte. Ja, man muss auch erstmal warm damit werden. Also man muss erstmal überhaupt die Möglichkeit haben, das System zu verstehen. Das ist wie, du kannst den Bitcoin-Preis angucken und die ganze Zeit verfolgen. Wenn du dir aber einen Teil von einem Bitcoin kaufst und dann auf einmal merkst, wie die Preise steigen oder sinken oder wo der Preis auch immer hingeht oder rückwärts oder was auch immer, dann bist du wirklich mit dabei. Dann hast du Skin in the Game, sagt man so schön. Und dann fängst du an, nochmal besser zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. So ist es beim Staking von Hex meiner Meinung nach auch. Und deswegen gebe ich dir jetzt hier eine Anleitung beziehungsweise einen kleinen Leitfaden, an den du dich eben auch wenden kannst. Also, wir haben ja bei Hex zwei verschiedene Bonis und das, der eine Boni, auf den konzentrieren wir uns heute, das ist der Longer Pays Better Bonus, also Länge steigert Ertrag. Dann haben wir noch den Bigger Pays Better Bonus, das ist je mehr du Hex du nimmst, desto mehr Hex bekommst du auch als Bonus, das ist wirklich immer nur ein Bonus und gibt dir letztendlich hier bei dem effektiven Hex mehr Hex. Das heißt, du hast die Möglichkeit, hier sagen wir einfach mal, wenn du 30.000 Hex nehmen möchtest, diese 30.000 Hex zum Beispiel mit dem längsten Stake, den du machen kannst, hier vom effektiven Hexwert zu verdreifachen. Das heißt, du hast die dreifache Menge von dem, was du eigentlich eingesetzt hast, ja, für dich am Arbeiten für die nächsten 15 Jahre. Wie das jetzt tatsächlich dann ausschaut, dieser Longer Pays Better Bonus, das könnt ihr hier schön sehen, der ist tatsächlich ab 10 Jahren absolut ausgereizt und dann gibt's auch nicht mehr mehr, sondern es gibt hier nur die Möglichkeit sozusagen sich oder sein Kapital zu verdoppeln und das Dreifache an Kapital sozusagen für 10 Jahre plus für euch arbeiten zu lassen. Die Strategie, die ich euch zeige jetzt hier, ist meine Strategie, die haben bestimmt auch andere, kann gut sein. Ich finde selber, es macht Sinn so. Also mach dich selber noch am besten schlau, bevor du selber stakest, weil wenn ich jetzt gleich hier ein Stake setze, dann ist dieser Stake wirklich fest. Fest für 15, fest für 13, fest für 11, fest für 9 Jahre für die Zeit, die ich das hier letztendlich einfriere. So, oder halt stake. Und wie wir das jetzt machen, wir haben hier 250.000 Hex und wir können uns hier einfach mal an diesem Rechenbeispiel jetzt hier dran orientieren, wie ich das gemacht habe. Und zwar sehen wir hier, wenn ich einfach mal das nach dem Ende sortiere, dass ich zwei Stakes gemacht habe mit jeweils 30.000 Hex, beziehungsweise drei mit 30.000 Hex und den Rest mit 10.800. Das heißt, ich habe drei Stakes mit der dreifachen Menge und die anderen haben 10.000 bzw. 11.000 Hex pro Stake drinne. Das aufgeteilt hier, wenn wir mal beim Ende gucken,
Wir fangen hier an mit 2040, das ist der 15-Jahres-Stake. Wir gehen dann 9. Januar 40, 9. Januar 38, 9. Januar 36, also das ist ein Altersstake, ignorieren. 9. Januar 36, 9. Januar 34, 9. Januar 32, 9. Januar 30, 28 und 26. Wie gesagt, die Zeiten können variieren. Das ist einfach nur für euch eine Inspiration. Ihr seht jetzt selber, wie ich es hier selber für mich auch mache. In dem Sinne könnt ihr das ruhig auch kopieren. Aber macht euch natürlich selber schlau. Das ist keine Finanzberatung, sondern das ist meine persönliche Meinung. Und ich möchte es einfach nur beweisen. Ich meine, ihr seht es hier, ihr seht es hier, dass ich es genauso gemacht habe. Und ich mache es für euch jetzt hier extra nochmal, damit ihr wirklich versteht, dass ich das hier ernst meine. Und zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Dafür holen wir erstmal den Rechner raus. Und gucken jetzt hier einfach mal drauf. Wir haben jetzt hier 155.000 Hex. Das machen wir einfach mal so. 155.000 durch 30.000. Dann haben wir die Rate 5,166, die wir jetzt hier von diesen 250.000 nehmen. Das heißt, wir gehen einmal hin und rechnen 255.000. Das war immer falsch. 255.000 durch 5,16. So, dann haben wir also 49.418 Hex, die wir jetzt hier langfristig verplanen. Also einmal den 15-Jahres-Stake, einmal 2 Jahre vorher und einmal auf ein Jahr setzen. Warum wir das so machen, das erkläre ich gleich. Wir gehen jetzt erstmal hin und nehmen uns also diese 49.000. Ich mag es, wenn es gerade ist. Und packen das jetzt hier. Genau auf den gleichen Tag, und zwar auf den 9. Januar 2040. Dafür klicken wir hier auf die Tage, klicken hier dann drauf, klicken nochmal auf die Jahreszahl und können dann hier entscheiden, wo wir hinwollen. 2040, Januar und dann der 9.1. Der Endtag ist dann hier der 10.9., wie ihr sehen könnt, denn man hat immer einen Tag Pause dazwischen. Ein Tag, bevor es anfängt, ein Tag, wo es aufhört. So haben wir also fast 5.550 Tage hier drinne. Und wir sehen jetzt hier, wir kriegen 98.000 Hex on top. Haben insgesamt, weil wir eine große, eine kleine, was auch immer Menge nehmen, 1,6 Hex auch nochmal on top und kriegen dann hier 147.000 Hex. Durch den aktuellen T-Shirt-Preis, also 147.000 durch 37.738, wir kriegen 3,895 T-Shirts. So, wie wir das jetzt machen, wie wir das jetzt wirklich umsetzen, ist, wir klicken jetzt hier auf Staken, wirklich wichtig. Klick jetzt hier auf Staken und bestätige. Das heißt, das Geld ist wirklich für 15 Jahre weg. Also das ist nichts, was man unüberlegt machen sollte, sondern es ist wirklich für 15 Jahre weg. Und wenn ich diesen Stake vorher beenden möchte, bevor 50% der Zeit also vergangen sind, muss ich Strafe zahlen und kriege nicht mal mehr meinen Principal, also das Kapital, was ich anfangs genommen habe, sondern kriege davon noch sogar weniger. Wenn ich nach 50%, also nach 7,5 Jahren, hier jetzt hingehe und meinen Stake beende in dieser Zeit, dann kriege ich mein Principal, das Kapital, die 49.000 Hex, die ich reingegeben habe, aber nur einen Teil meiner Zinsen. Und warum ist das so cool? Warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil wir dadurch die Möglichkeit haben, selber davon zu profitieren. Warum? Weil es gibt ja keine Bank, es gibt ja keine zentrale Partei, die hier von diesen Strafen, die wir zahlen, profitiert, sondern diese Strafen werden wiederum verteilt an die Staker und verteilt an die Leute, beziehungsweise die Origin Address. Das heißt, die Origin Address kriegt immer mehr Hex, es ist immer weniger Hex verfügbar, ne, weil sie die Hälfte der Strafen bekommt und die Leute, die drinnen bleiben, kriegen auch die Hälfte der Strafen verteilt wie in einem großen Pott, verteilt auf deine Anteile, verteilt basierend auf der Anzahl deiner T-Shares. Ja, denn die T-Shares sind am Ende das, was auch zählt. Wir machen jetzt hier aber mal weiter, dass es jetzt nicht hier allzu lange dauert. Wir gehen jetzt auf 2038. So, gehen wieder auf den Januar, gehen wieder auf den 9., sind hier wieder mit dem Endtag, den 10. Januar. Wir haben wieder dieselbe Menge an T-Shirts, das seht ihr hier und hier, weil wir ja immer noch den maximalen Längesteigertragbonus haben. Wir staken das Ganze, klicken auf Confirm, warten ab.
Dann kommt wieder dieses lasergrüne Balken gleich da oben und da müssen wir hier wieder auf K klicken. Also, wir profitieren davon, wenn wir hier lange drinne bleiben. Warum? Weil wir erstmal diesen Bonus haben, das heißt, wir verdreifachen oder haben 300%, die für uns arbeiten. Was passiert dann? Wir haben die Penalties und wir haben das oder den Fakt, dass die T-Shares immer weniger werden. Das heißt, wenn meine T-Shares auslaufen, sind sie für immer weg. So reden wir aktuell noch von T-Shares, aber reden vielleicht in Zukunft von B-Shares. Denn die T-Shares erhöhen sich tatsächlich 30-40% jährlich vom Preis her. Jährlich. Also du bekommst heute wahrscheinlich 30-40% mehr T-Shares, wenn du stakes so wie ich, als in einem Jahr. Und das ist krass. Ja? So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir 38 und 40 gemacht. Die zwei großen. Jetzt wollen wir noch 2036 machen. 2036 nehmen wir jetzt aber auch nur weniger, weil wir haben ja bereits zwei lange gemacht. Beziehungsweise wir können auch 49.000 jetzt erstmal hier noch auf 2026 packen. Dann haben wir all die großen Stakes vorbei. Auch wieder der 9.1. Hier kriegen wir deutlich weniger T-Shares, was aber okay ist. Staken das Ganze und klicken auf Confirm. So. Ja, jetzt warten wir wieder ein bisschen. Und wie ich das jetzt mache, jetzt rechne ich wieder einfach hier mit dem Calculator. So könnt ihr das auch machen, damit ihr einfach da diese Rate habt durch 10.800. Wir kommen auf 14,35. Das heißt, wir rechnen die 255.000 durch 14,5 und haben jetzt 17.586, die wir nehmen. Also hier wieder aufs X klicken. Jetzt hier oben 17.600 eingeben. Und jetzt geht's weiter mit dieser sogenannten Staking Ladder. Ich erkläre euch gleich, warum diese Staking Ladder so interessant ist. Den haben wir, jetzt kommen wir zu 36, weil diese Staking Ladder uns eine sehr, sehr coole Möglichkeit gibt. Und zwar das Ziel von Hex ist es ja letztendlich, den langen Stake zu haben. Je länger der Stake ist, desto mehr Ertrag bekommen wir, desto mehr Rendite bekommen wir und desto teurer bzw. desto größer wird unser Anteil an T-Shares, weil die ja auch regelmäßig an Preisen steigen. Die Hex bekommen wir eh wieder, nur die T-Shares sind hier das Wichtige. Wenn wir also mit dieser Taktik 2 Jahre warten, dann haben wir am 9. Januar 2026 ein Stake, der ausläuft. Was machen wir damit? Wir nehmen diesen Stake und staken ihn für 15 Jahre weiter. Musst du nicht machen, kannst du aber. Was passiert dann? Du kannst dann dementsprechend dir eine Staking Ladder alle 2 Jahre immer wieder auf 15 Jahre legen und so hast du die Möglichkeit, nach 15 Jahren nur noch 15 Jahre Stakes zu bekommen, was absolut gigantisch ist. Denn das könnten wirklich am Ende Bezahlungen sein, die dir einfach die Möglichkeit geben, aus, ich sag mal, 200 Euro, die wir jetzt hier gerade verplanen, am Ende 300.000 Euro pro Stake zu machen. Beispiel. Können auch 100.000 Euro sein. Das ist natürlich abhängig vom Preis von Hex. Was aber Fakt ist, ist, dass wir 15 Jahre lang über 30% Rendite bekommen haben und wir so natürlich extremst viel aufbauen können. Das heißt, das hier ist einfach wie eine Art Ass. Wir sind einfach jetzt ein Pokerspieler oder wir sind einfach ein Kartenspieler und das hier ist einfach eins unserer Asse, die wir im Ärmel haben. Und da kommt es letztendlich darauf an, dass wir immer mehr Asse haben, immer mehr Projekte, immer mehr Investitionen, die wir tätigen, Risiken, die wir eingehen, wo wir langfristig denken, um langfristig damit so letztendlich Erträge zu generieren. So, ich mach mal die Staking Ladder weiter. Und es tut mir sehr leid, dass ich hier auch gerade in einem Restaurant sitze. Aber ihr werdet es kaum glauben, in ganz Portugal hatte ich bis jetzt kein Internet, das so gut war wie hier. Und ich hatte keine Möglichkeit, ein Video aufzunehmen, weil es einfach immer gehakt hat. Dementsprechend bin ich gerade froh, dass ich das Ganze hier machen kann. Heute ist auch noch ja ein ganz besonderer Tag. Wir haben den 31.10.2024. Und ja, heute ist theoretisch gesehen die SEC-Klage gegen, beziehungsweise das Gerichtsurteil gegen Richard Hart. Das heißt, es könnte sein, dass wir nach heute eine fallengelassene Klage haben gegen Richard Hart und so letztendlich, ja, eine sehr bullische
eine serbulische Bewegung sehen könnten im gesamten Pullchain-Ökosystem. Für Hex, für alles, was natürlich super wäre. Ich meine, wenn es nicht heute passiert, dann wird es bestimmt in Zukunft passieren. Aber das sind so Momente, wo wir hier mit diesem Smart Contract, weil wir so langfristig planen, komplett alles richtig machen. Weil das kann uns scheißegal sein, entschuldige für den Ausdruck, aber ab dem Moment, wo du eine Staking Ladder besitzt, eine gute Staking Ladder, ist dir der Preis von Hex eigentlich heute egal. Weil du selber ja weißt, dass du das Ganze langfristig siehst und weil du hier mit dieser Staking Ladder alleine schon so viel Rendite machen wirst, dass es eigentlich ganz egal ist, was jetzt die nächsten Tage, was die nächsten Monate passiert. Und ich glaube, ich habe mich jetzt einmal leider verklickt, weil ich hier so viel am Reden war. Müssen mal kurz mal gucken hier. Gehen wir mal direkt auf 29, machen das hier mal auf den 9. Denn ich sehe, ich habe nur noch 36.000 Hex available. Also, Leute, aufpassen, wenn ihr das macht. Das war jetzt mein Fehler. Ich glaube, ich habe 32 doppelt gemacht. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Falls es so ist, dann ist es so. Ist ja nicht weiter schlimm. Ich habe ja noch ein paar mehr Stakes am Laufen. Und ihr könnt natürlich dann auch, wenn ihr neues Hex kauft, nochmal neu staken und einfach dafür sorgen, dass für euch arbeitet. Denn wie gesagt, das ist hier eines der Asse, die wir im Ärmel halten. Wir denken langfristig. Uns ist so der Preis egal, weil wir ja immer mehr Hex generieren. So, und in dem Sinne, ich mache jetzt einfach nochmal einen auf 26 hier. So, und dann haben wir auch alles durch. Wir kriegen nur noch 0,577 T-Shirts. Das ist aber völlig okay, denn alles in allem ist ja jetzt dieser Stake nur dafür da, dass ich den bekomme und dann länger verplane. Weil ich weiß ja nicht, was wir für einen Preis nächstes Jahr, ich weiß nicht, was wir für einen Preis in 2, 3, 4, 5 Jahren haben. Wenn du aber alle 2 Jahre einen Stake hast, der kommt, kannst du jedes Mal frei entscheiden, was mache ich mit dem Geld? Verkaufe ich das? Verkaufe ich nur die Zinsen? Stake ich alles weiter? Baue ich mir einen Zinseszins auf? Du kannst selber entscheiden, was du hiermit machst und ja, bist in dem Sinne einfach frei. Jetzt kommt noch mit das Wichtigste, und zwar das Beenden der Stakes. Was ist hier zu beachten? Beim Beenden der Stakes ist zu beachten, dass du den Stake am richtigen Tag natürlich beendest. Das heißt, du wartest, bis der Tag vorbei ist, und dann kannst du den Stake beenden, ohne dass du eine Warnung bekommst, die so auffällig leuchtet und dir sagt, hey, möchtest du es wirklich tun? Bitte mach's nicht, ja, weil du sonst dein Geld verlierst. Hier seht ihr gerade, wie sich der Smart Contract die Informationen hier holt. Deswegen steigt es pro Preis, pro T-Share auf. Sobald wir wieder auf den 37.000 sind, sind wir hier auf dem aktuellen Level. So, also, sobald dein Stake beendet wird, musst du hier hinten den Stake, so wie du ihn gestartet hast, beenden. Also alles ist von dir selber bestimmt und alles wird von dir selber gemacht, das ist ganz wichtig, denn hier macht keiner was für dich, sondern du bist hier der Herr deiner Kryptos. Deswegen hoffe ich, hast du das Video bis jetzt hier gesehen gehabt und nicht anfangs irgendwann schon abgeschaltet und dann einfach gestaked. Und dann zeige ich dir jetzt mal hier, wie das Ganze aussieht. Ich mache mich mal kleiner, dann machen wir nämlich auch gleich schon Schluss. Ich habe nämlich genügend geredet. Wir sehen jetzt hier Ende. Wir haben den 10. Januar 2040. Wir haben den 9. Januar 2040. Wir haben den 10. Januar 38. 10. Januar 38. Alles, wo pending steht, das haben wir gerade gemacht. Wir haben 37, das ignorieren wir. Wir haben den 10. Januar 36 auch doppelt. Perfekt. Wir haben den 10. Januar 34 auch doppelt. Perfekt. Wir haben den 10. Januar 32 doppelt. Wir haben den 10. Januar 32 dreifach. Auch schön. Wir haben den 10. Januar 2030 leider nur einmal. Das ist jetzt so passiert. Und wir haben den 10. Januar 28 doppelt. Also wir haben alles richtig gemacht. Aber ihr seht, ich habe einmal nicht aufgepasst und einmal anstelle von 2030 32 zweimal genommen. Ist jetzt weiterhin nicht schlimm. Passt nur da bitte bei euch wirklich selber auf. Und ihr seht das dann hier nach 2 Tagen. Stehen dann bei euch auch hier so Sachen. Dann seht ihr hier, was ihr für eine APR oder eine APY verdient habt. Insgesamt und gestern. Ihr seht hier euren Principal, das, was ihr reingelegt habt. Ihr seht hier die T-Shares. Ihr seht hier den Yield, also das, was ihr bereits an Zinsen verdient habt. Und ihr seht hier euren insgesamten Hexwert gerade. So, diese Sachen laufen noch nicht lange, aber ich habe jetzt hier tatsächlich in 7 Tagen schon über 715 Hex gemacht.
Denn wir können ja hier gucken, Daily Hex Payout per Share, dass wir circa 7,2 Hex bekommen pro T-Share. Jetzt hat dieser Account 25 T-Shares, das heißt, wir kriegen bei diesem Account schon mal 25 mal die 7,2 durchschnittlich, ohne die Penalties, also 180 Hex pro Tag. Das sind im Monat schon mal 5.400 und im Jahr schon mal gar keine so schlechte Summe, 64.800 Hex. Denn was wichtig ist, ist ja zu verstehen, dass wir hier nicht drüber nachdenken, Hex bei einem Cent zu verkaufen, sondern wir darauf warten, dass Hex vielleicht ein Dollar, vielleicht fünf, vielleicht sogar zehn, vielleicht 1.000 Dollar wert wird. Und wenn das einmal nur ein Dollar wert ist und ich hier mit diesen 5.000 Dollar, die hier gerade drinnen liegen, effektiv in Dollarpreis irgendwann mal 64.800 Dollar jährlich mitmache, dann ist es ein richtig guter Trade. Und dann ist es eine Sache, wo ich sage, dieses Risikokapital nehme ich gerne in die Hand und bin bereit, das so langfristig zu planen. Warum? Weil ich mir, wie gesagt, einfach ein weiteres Ass aufbaue und wie mit den anderen Projekten einfach davon profitiere. Ja, denn Hex ist ein sogenanntes Proof of Weight. Proof of Weight, du wirst für die Zeit, die du hier drinne bist, bezahlt. Ja, unsere Zeit ist kostbar, unsere Zeit ist knapp, aber überall, wo wir unser Geld für uns arbeiten lassen können, das sollten wir definitiv mal wenigstens ausprobieren und gucken, oder kannst du ausprobieren und gucken, ob es was für dich ist. Deswegen hoffe ich, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ja, du hast nicht allzu viele Fragen. Falls du Fragen hast, kannst du natürlich trotzdem gerne auch mich fragen. Du kannst gerne in meine Krypto-Community kommen. Ja, und ich, ja, zeig dir einmal kurz hier, wo ich hier bin. Sieht wirklich sehr schön aus. Jup, sieht man jetzt nicht so gut, aber ich bin hier in Portugal noch und jetzt geht's bald nach Gran Canaria. Danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, verpasst oder vergiss nicht, ein Like da zu lassen, meinen Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, komm in die Krypto-Telegram-Gruppe von mir rein und ja, hab einen schönen Tag und viel Erfolg beim Staken. Ciao!